Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filminstituts. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, weil es eine besondere Veranstaltung ist, die wir heute Abend haben. Der Film, den wir heute sehen, läuft im Rahmen der jüdischen Filmtage und ist, genau, wie ich schon gesagt habe, was Besonderes, eine sozusagen Wiederaufführung nach vielen, vielen Jahren. So wie auch der Titel des Filmes, jetzt nach so vielen Jahren. Wir haben das im Programm falsch geschrieben, ich wollte es jetzt nochmal verbessern, aus dem Jahre 81. Und ich freue mich, dass wir sozusagen mehrere Gäste heute Abend hier haben. Pavel Schnabel, Harald Lüders und Andrzej Kocek. Und ich möchte Sie ganz herzlich hier begrüßen. Und ich will noch ein paar, ich meine, ihr seid wahrscheinlich den meisten Leuten hier bekannt, trotzdem würde ich euch noch mal so ganz kurz mit ein paar Sätzen vorstellen. Genau, Pavel Schnabel ist in der Tschechoslowakei geboren und in Nordböhmen aufgewachsen. Er hat an der berühmten FAMU, der Film- und Fernsehakademie in Prag, studiert und ist dann 1968 hier nach Deutschland emigriert. Und seitdem ist er hier eben als Kameramann, Regisseur, Produzent und ja, Autor, genau. Einfach so zwei, drei Filme von ihm. Also er beschäftigt sehr viel sich mit deutscher Geschichte, das sehen wir auch in dem Film heute Abend. Er hat sich aber auch viel mit Ost-West-Themen beschäftigt, zum Beispiel 1991 Brüdern und Schwestern in Weimar, kurz nach der Wende. Grenzgänger 1999, auch 50 Jahre Ost-West-Beziehungen, auch wieder vor der Wende, nach der Wende. Da sich mit Emigration beschäftigt in Lissabon, Hafen der Hoffnung von 1994 und eben jetzt in dem Film heute Abend mit auch deutscher Geschichte, verdrängte deutsche Geschichte. Der Film hast du zusammen mit Harald Lüders gemacht. Ihr habt zwei Filme zusammen gemacht, eben den heute Abend und auch noch 1993, einmal Bonn und zurück, ein Stimmungsbild der Bundesrepublik im Jahre 1982. Harald Lüders hat über 30 Jahre lang als Autor, Reporter und Redakteur für das öffentlich-rechtliche Fernsehen gearbeitet, unter anderem auch für Sendungen wie Titelthesen, Temperamente und Frontal und auch fürs CDF als Redaktionsleiter im Bereich in der Reportage tätig. Andrzej Kocek, auch Regisseur, Filmemacher, Kameramann, hat gemeinsam mit Pavel auch an der FAMU in Prag studiert und vielleicht soweit. Wie gesagt, heute Abend ist es ein einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument, was wir sehen. Der Film wurde damals 1981 im Hauptprogramm der ARD ausgestrahlt und hat sehr, sehr große Aufmerksamkeit erregt. Und gut, vorweg will ich gar nicht so viel sagen zu dem Film, sondern wir gucken uns gleich den Film dann gemeinsam an und im Nachher gibt es die Möglichkeit der Diskussion. Jetzt würde ich aber euch gerade noch kurz nach vorne holen und ihr wolltet, glaube ich, noch ein paar Worte sagen vorweg. Ich habe noch nichts zu sagen, ich spreche. Ja, also ich bin sehr angenehm überrascht, wie zahlreich diese Vorstellung besucht wird. Die digitalisierte Fassung ist eigentlich eine Premiere oder was ist es denn? Ist es eine Uraufführung? Das ist ja ein alter Film, der jetzt plötzlich so eine Art Wiedererstehung erlebt. Nachdem es natürlich ganz schwierig gewesen ist, eine Digitalisierung und Retusche des Films zu finanzieren und zu durchzuführen. Ich freue mich sehr, dass ich mit Harald und auch Andrzej diesen Film hier jetzt nach so vielen Jahren zeigen kann. Und es stellt sich eigentlich wirklich die Frage, wie er ankommt. Also wie er ankommt erstmal auf der Leinwand, selbst für mich muss ich zugeben, alles passierte erst im letzten Augenblick, so dass ich und auch Harald ihn natürlich nicht gesehen haben, nur auf dem Bildschirm im Studio. Und ich hoffe
Und es ist schon spannend, ihn auf der Leinwand zu sehen und zu erfahren, wie er jetzt so lange her gedreht ankommt. Harald, willst du was sagen? Nee. Ja. Dann bis dann. Ja. Ich habe in Aufregung vorher eigentlich was ganz Wichtiges vergessen zu sagen, nämlich mich bei den Veranstaltern zu bedanken, die den Film ausgewählt haben für das Programm der Jüdischen Filmwoche und dem Film dann so einen Auftritt verliehen haben, der sich eigentlich mit der ursprünglichen Premiere vor 37 Jahren messen lässt, die übrigens auch im Kino des damaligen Historischen Museums stattgefunden hat und wo der Saal auch richtig voll war. Also vielen Dank an die Kuratoren. Okay, ja, also genau, ich würde mit ein, zwei Fragen anfangen. Und zwar, die Frage liegt vielleicht auf der Hand, wie sind Sie auf Rina gekommen? Also wie haben Sie diesen Ort entdeckt? Weil damals zu der Zeit war das ja anscheinend auch nicht mehr bekannt, dass da so viele Juden gelebt haben. Und vielleicht fangen wir damit an. Es gab ein Buch, das sich mit Rina beschäftigt hat und auf das Buch bin ich in meiner Arbeit als Mitarbeiter der Kultur des HR gestoßen. Und wir haben eigentlich ziemlich schnell kapiert, dass das diese Konstellation in diesem Dorf eine unglaubliche Chance bedeutet. Wir müssen uns mal klar machen, wir reden von einer Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit der entsprechenden gesellschaftlichen Atmosphäre in Deutschland. Das heißt, über dieses Thema wurde in Schulen nicht gesprochen. Ich selber habe im Gymnasium so gut wie kein Wort über den Zweiten Weltkrieg und die Geschichte des Nationalsozialismus erfahren. Das war eine große, große Wüste eigentlich noch in den Köpfen der Leute. Und jetzt kommen wir in ein Dorf, in dem es die Möglichkeit gibt, 50% der Bevölkerung waren Juden, 50% waren Deutsche. Wenn jetzt 50% der Leute, die da geblieben sind, also sprich der Deutschen, sagen, wir haben nicht mitbekommen, was mit den übrigen 50% geschehen ist, dann braucht man nicht weiter zu nachfragen. Dann ist die Sache klar. Also Rina war für uns Deutschland im Brennglas und es ging nie darum, was damals manchmal als Vorwurf kam, ein einzelnes Dorf an die Wand zu nageln und die Leute dort exemplarisch zu Bösen zu erklären, sondern dieses Dorf war für uns Deutschland im Brennglas und in dem Dorf waren ausweichende Antworten, die im übrigen Deutschland möglich waren, in dem Sinne nicht möglich. Und deswegen war Rina für uns eine große Chance der Darstellung. Genau, und Sie haben das Thema dann dem HR vorgeschlagen und die haben das mit Ihnen dann gemacht. Ja. Genau, der Film hat ja damals auch sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Also zum einen natürlich sehr positive. Also der Film hat den Adolf-Grimme-Preis bekommen 1982 und er hat er war Film des Monats von EPT Film und er hat einen Special Merit der Academy of Motion Picture Arts in Hollywood bekommen. Es gab aber, glaube ich, auch sehr andere und gegenteilige Reaktionen oder auch Briefe, Leserbriefe. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja, also es gab eine Flut an Briefen, die die Redaktion des Hessischen Rundfunks erreicht haben. Beschimpfungen, unter anderem auch eine Postkarte, auf der dann irgendwie stand, herzlichen Glückwunsch, Rina, ihr seid judenfrei, mit einem Hakenkreuz drauf. Und allerdings, es gab irgendwie auch ziemlich Probleme im Hessischen Rundfunk selbst, wo die, die offizielle
Also die kamen mit der Flut der Briefe nicht so ganz zurecht und darunter haben sich auch natürlich evangelische Pfarrer und manche Personen von Bedeutung gemeldet und es führte, soweit ich weiß, zu negativen Reaktion des Fernsehrats. Da gab es eine Auseinandersetzung, von der wir nur vom Hören und Sagen was wissen. Aber diese führte möglicherweise dazu, dass der Film dann nie wieder gezeigt worden ist. Es gab Proteste im Fernsehrat, die von der Kirche kamen, die sich vor allen Dingen daran gestoßen haben, dass unsere Rückkehr nach Rina, dieser Hubschrauberflug im Ostergottesdienst der Gemeinde endet und die das als besonders zynisch empfanden. So hatten wir es gar nicht gemeint. Das war, dass es so verstanden wurde, ist dann aber auch ganz in Ordnung. Vieles davon, was uns vorgeworfen worden ist, also auch die Präsenz der jungen Feuerwehrmänner, der Freiwilligen Feuerwehr, und mit dem Hinweis, ja, ein Dorf braucht so eine dringend. Also mir fällt immer wieder aufs Neue auf, wie raffiniert mancher Szenenwechsel so daherkommt und wie toll die Besetzung der Personen und auch Ausstattung der Lokalitäten ist. Wie es eigentlich in einem guten Spielfilm sein müsste und nie ist. Und in Dokumentarfilmen kriegt man das ja irgendwie geschenkt. Aber wir haben wirklich nie irgendwie Raffinesse angewandt und sind mit ziemlicher Demut, glaube ich, an dieses Thema herangegangen. Aber wie das so oft ist, das Material hat es auch dann erzwungen, dass man es so verwendet. Das würde ich auch sagen, das Material hat es erzwungen und was ich auch nie vergessen werde, ist beim Dreh nach einer Weile hat sich auch schlichtweg so etwas wie Wut herausgebildet. Gell? Wir haben in denselben Etappen gedreht, wie sie nachher im Film laufen. Das heißt, wir waren zunächst in Rina, haben parallel zu dem Dreh in Rina recherchiert, überlebende Juden zu finden. Und haben das dann erreicht über eine relativ einfache Sache. Wir haben eine Anzeige aufgegeben im Aufbau, das ist eine deutschsprachige jüdische Zeitschrift in New York, und haben darin gesagt, der Hessische Rundfunk sucht für einen Film über das Dorf Rina Überlebende. Und dann hat das etwa 6, 7, 8 Wochen gedauert, dann gab es Antworten darauf. Und als wir die ersten Briefe aus New York hatten, war klar, dass der Film so machbar ist in der Absicht, wie wir es von Anfang an vorgehabt haben. Und am Anfang, das Rumlaufen in dem Dorf, da bekam man wirklich Wut. Und man ist auch fast durch die Ablehnung der Leute aus dem Dorf auf eine falsche Spur gebracht worden. Eine Weile waren wir relativ besessen davon rauszukriegen, wer jetzt wirklich die Synagoge angesteckt hat. Ja? Es ist eigentlich das eine Nebensache. Im Endeffekt, der Piepser, den Sie gehört haben, der vielleicht einige gestört hat, ist eine Auflage des Justiziars des Hessischen Rundfunks damals, weil die liebe Bertha Oppenheim einen Namen erwähnt, den es mehrfach gibt im Ort. Das ist der Herr Lotz von der Maschinenhandlung in dem Dorf. Aber genau. Aber der gute Herr Lotz, den gibt es mehrfach. Er hat Brüder, der reale Brandstifter der Synagoge war zum Zeitpunkt unseres Drehs bereits tot und ist dann, das ist dann wahrscheinlich auch Kismet, an einem Verkehrsunfall relativ kurz nach dem Krieg gestorben. Aber für uns war das fast eine Gefahr, während der Dreharbeiten uns darin zu verrennen, wer bitte sehr war jetzt der Brandstifter, weil das ist nebensächlich. Ja. Bei dem Film geht es auch, wo wir im Nachhinein, das hat sich eigentlich so ergeben, uns war klar, dass wir in dem Film ganz anders vorgehen wollen, wie das die meisten anderen Filme zu der Zeit damals gemacht haben. Wir wollten nicht ins Archiv gehen, wir wollten nicht mit Aufnahmen aus den KZs kommen, sondern wir wollten das nur in diesem Dorf spielen lassen und nur mit den Bildern, die das Dorf selber hat. Also jedes Foto, was Sie sehen, kommt aus irgendeinem Schrank von jemand, der in Rina gelebt hat zu dem Zeitpunkt. Und diese Schweigewand, gegen die man gerannt ist bei den Dreharbeiten, die war schon ganz schön krass. Na, ich kann nur sagen, dass wir haben dann diese Vorführung von dem Film in dieser Kneipe am Ende, das war die gleiche Gebäude, in dem die damals 38 die jüdischen Bewohner zusammen gesammelt waren. Und da war er vorgeführt,
Nur wir haben vorher unser Hotel bezahlt. Wir haben das Auto geparkt und so geparkt, dass der nach vorne vor sich habe, dass sie eventuell schnell abreisen können. Also es war so Stimmung tatsächlich, dass wir waren eigentlich sicher, wie wir das beenden, die Besuche in Rina. Jetzt inzwischen ist dort eine Gedenktafel. Ich habe da vor ein paar Jahren war ich das zu sehen. Und das ist angedeutet, das war dort hier, vielleicht stand eine jüdische Schule, die gleichzeitig auch Synagoge war. Interessant finde ich auch, dass die Jugend eben eigentlich doch so ein bisschen aufmerksam ist und auch sagt, irgendwie, es wird nicht viel geredet und dass die, habt ihr da nochmal weiter nachgefragt oder noch mehr mit den Jugendlichen gesprochen und haben die... Genau, oder war das kein Thema? Oder nee, weiß ich nicht. Also, weil ich es schon interessant finde. Wir waren vor kurzem nochmal auf Einladung eines Vereins in Rina, also Pavel und ich, und haben dort eine Diskussion auch gemacht. Und das hat sich schon, das merkt man, dass da 30 Jahre dazwischen liegen. Das ist eine andere Atmosphäre heute, das sind andere Leute heute. Das sind die damals ganz jung waren, sind heute der Mainstream in dem Dorf. Sie haben, wie gesagt, was Angie gerade erzählt hat, es gibt die Plakette, die an die Synagoge erinnert. Und es ist schon eine andere Diskussion dort. Also als wir da mitgesprochen haben, während der Dreharbeiten, unmittelbar danach, unsere letzte Aufnahme in dem Dorf ist der Hubschrauberflug über das Dorf. Und wir haben das alle drei wie eine Dusche empfunden und jetzt danach kann man raus und muss dort erstmal nicht mehr hin. Ja. Und als wir dann ein paar Jahre später wieder dorthin gegangen sind, war das schon eine andere Geschichte. Ja. Gibt es Fragen aus dem Publikum schon? Ja. Ist, glaube ich, besser auch für die anderen hinten im Saal. Ja, also das wurde jetzt zwar gerade angedeutet, aber mich hätte jetzt nochmal interessiert, ob und inwiefern quasi nochmal aus dem Dorf selber nach Veröffentlichung des Filmes nochmal irgendwie Reaktionen kam. Hattet ihr dann auch irgendwie nochmal Kontakt zu den Menschen auch nochmal in unmittelbarer Zeit nach dem Film? Gab es dann noch irgendwie so eine Reaktion oder ein Feedback oder irgendwas in der Art? So, und unmittelbar danach nicht, lange Zeit nicht. Und irgendwie haben wir auch, also weder du noch ich, haben wir Lust mal da vorbeizuschauen. Das hat sich irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss zugeben, dass mir zum Beispiel damals die Bedeutung des Films auch nicht so, doch, die war mir schon klar, aber es ging weiter. Der Film hat für uns beide ja neue Perspektiven eröffnet, denen wir dann folgten. Und immerhin, also der Grimme-Preis hat uns möglich gemacht, dass wir uns nicht mehr sehr mit der, also nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich muss allerdings sagen, dass der Film da und dort einzeln und recht selten gezeigt worden ist. In Volkshochschulen und auch mal, habe ich auch mal in eine Schule in der Aula Schülern gezeigt, die komische, also überraschende Weise still waren und betroffen waren. Aus dem Dorf selbst haben wir nicht viel mehr erfahren. Das hat sich sehr, sehr geändert. Also es gibt dort Anwohner, sozusagen Autochtone, die sich mit dem, nach diesem Film, also jüngere Generation, nicht der Generation von Herrn Fischer, dem ehemaligen Oberbürgermeister von 45, die sich schon beschäftigt haben und zum Beispiel Rina hat eine ziemlich opulente Webseite. Es gibt dort einen Mann, der Führungen für Interessierte macht und also es ist
diese Geschichte wurde angenommen. Ich meine, wenn ich es heute sehe, also einmal ist verrückt, wie sehr einem der Film die ganze Zeit präsent ist im Kopf. Also als der Pavel jetzt für die digitale Fassung auch nochmal die Untertitel, die englischen Untertitel für die englische Fassung digitalisiert hat und hat mir die Liste geschickt. Sobald ich den Film sehe, kann ich sämtliche Dialoge nachsprechen. Die habe ich einfach immer noch im Kopf. Das war ein Film, der für uns beide und auch für Andrzej persönlich unglaublich wichtig war und indem man wirklich, also meine, die meisten hier im Saal sind ja auch ältere, das war einfach die Zeit damals, ja, das war mit dem, die man mit heute kaum mehr so vergleichen kann, einfach dieses ewige Verschweigen des Themas, das hat mich als junger Mensch damals unendlich genervt, ja, zu Hause unter dem Tisch gegen Schienenbein getreten zu kriegen, wenn ich Freunde meines Vaters gefragt habe, was zum Teufel habt ihr im Krieg gemacht? Und diese ganzen Sachen. Also das war die Motivation für den Film und das war die Emotion, mit der wir den Film gemacht haben. Und das ist auch ein Stück weit die Wut, die dieser Film drin hat. Und den haben ein paar Leute ganz gut verstanden. Das Interessante bei der Rezeption fand ich, es war ganz toll von uns, dass wir mit dem Grimme-Preis wirklich eigentlich die beste deutsche Auszeichnung bekommen haben und gleichzeitig muss ich auch feststellen, das war der erste Grimme-Preis in Gold, den der Hessische Rundfunk gewonnen hat und gleichzeitig ist dieser Film nie wiederholt worden. Der HR war sehr mutig und hat den Film damals um 2015 in der ARD programmiert, aber er ist später bei keiner Gelegenheit irgendwo im dritten Programm nochmal aufgetaucht. Hätte es vielleicht auch eine Möglichkeit gegeben im Laufe der letzten Jahrzehnte. Nein. Das ist vielleicht noch was Kleinigkeit dazu. In diesem Dorf, in Mirina, hat ein Redakteur von Hessischer Rundfunk ein eigenes Haus gehabt, so Sommerhaus. Und das nach dem Film ausgestrahlt ist, hat der Haus verkauft. Gibt es im heutigen Rina außer der erwähnten Gedenktafel noch andere Mahnmale, wie zum Beispiel Stolpersteine? Nein, soweit ich weiß, sind da keine. Aber der Friedhof, oder das Friedhof, Entschuldigung, ist wunderbar wiederhergestellt und angezäunt. Und geschlossen. Und geschlossen. Um reinzukommen, muss man irgendwie 20 Kilometer hinfahren und den Schlüssel abholen. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist deponiert. Aber die Steine liegen immer noch da unten ein bisschen. Ne? Die kaputten Steine, Grabsteine. Ja. Damit die bleibt behalten oder sowas, will ich nicht vermuten, dass das. Ja, nach der schriftlichen Ankündigung des Films hätte ich erwartet, dass der eigentliche Höhepunkt eigentlich, auf den alles hinausläuft, die Konfrontation der Einwohner mit den Aussagen der New Yorker Juden gewesen wäre. Es ist aber leider genau diese Phase in dieser Gaststätte mit dieser Filmeinspielung ja sehr kurz weggekommen. War das dann jetzt so, dass da wirklich keine weiteren Meinungen geäußert wurden? Ich meine, da waren doch viele Leute versammelt aus dem Dorf. Denn das war doch eigentlich der entscheidende Punkt des ganzen Films, oder? Wie reagieren die Leute auf die Äußerungen, wo es dann eigentlich kein Ausweichen mehr geben kann? Das ist, wäre uns wohl gewesen, wenn wir diese Szene hätten länger spielen können. Die ist, da gibt es nicht mehr zu schneiden. Das waren, was Sie dort gesehen haben, jetzt gerade in dem Film, sind die wesentlichen Aussagen, die sind in ein, zwei Variationen nochmal gekommen. Es gab exakt die zwei Zwischenrufe, die Sie gesehen haben in dem Film. Wer hat denn die Steine geschmissen? Von der jungen Frau an der Bar. Das war's, was kam. Ansonsten gab es die klassischen Wortführer, das ist der alte, der Maul, den wir als Anstreicher da gedreht haben, der sich beschwert, und das war der Herr mit der Geige, ja, und dann gab es noch ein, zwei weitere Kommentare in Richtung der älteren Dame, die da sagte, wir haben eine ganz schwache Entschädigung bekommen und die Juden haben eine sehr große Entschädigung bekommen. Das ist eine ziemlich exakte Wiedergabe dessen, was in dieser Diskussion dort passiert ist. Da ist leider nicht mehr gekommen. Ich habe zwei Fragen. Einmal, hat es damals Reaktionen gegeben von Parteien oder von Politikern auf ihren Film? Das wäre ja angesichts der Bedeutung.
beigemessen haben, sondern der dem Film beizumessen ist, angemessen gewesen. Das ist das eine. Und das andere ist, haben Sie mal, das interessiert mich immer, was Leute damit machen, wenn sie was Interessantes in der Hand haben, haben Sie beispielsweise mal diesen Film der Kultusministerkonferenz angedient, die ja Einfluss hat darauf, wie in der Bundesrepublik oder wegen mir auch nur in einem Bundesland oder mehreren Schüler damit konfrontiert werden, was sie herausgefunden haben? Darf ich die erste Frage beantworten? Habe ich ja schon vorhin doch erwähnt, dass das Fernsehrat und wo, von wem, also wie, woraus besteht so ein Fernsehrat, sind ja Politiker. Also wie die reagiert haben, das hat sich darin gezeigt, dass sie offensichtlich da eine Entscheidung getroffen haben, dass der Film nicht wiederholt wird. Und die zweite Frage. Ja, der Film ist gegangen, wie heißt das, die politische Bildung, wie nennt sich das? Bundeszentrale, ja, für Bundeszentrale für politische Bildung, und darüber konnte er eingesetzt werden. Wie viel und wie häufig das in Deutschland geschehen ist, weiß ich nicht. Wir haben in Amerika ist der Film sehr häufig gelaufen. Wir haben in New York mit Arthur Kernte einen Verleiher gefunden für den Film. Und in Amerika ist er an Schulen, Hochschulen, Colleges ein paar hundert Mal gelaufen. Ich bezweifle, dass in Deutschland die Zahl erreicht worden ist. Ja, ich hoffe, dass die Digitalisierung dazu führen wird, dass der Film jetzt noch recht oft in der Zukunft gezeigt wird. Sie sehen ja das Interesse hier, und ich glaube, das wird auch noch weiter zunehmen. Und meine Anmerkung ist, es staut sich eine unheimliche Wut auf, während man den Film schaut. Und ich habe mir ständig gewünscht, dass diese Konfrontation noch stärker wird, wobei ich mir das mit dem bereits umgedrehten Auto von Ihnen gut vorstellen kann. Wobei ich mir dann wünschen würde, man hätte vielleicht als Abspann so eine Liste einblenden können. Am so und so vielten ist der Fackelzug durch die Stadt. Am so und so vielten sind so und so viele Leute zusammengetrieben und verhaftet worden, und dann ist das passiert. Wer es dann war, ist völlig egal, aber so, ich dachte, das hätte meine Wut ein bisschen stärker befriedigt, das nochmal so deutlich darzustellen. Ich hätte das sehr gerne am Anfang gesehen. Eine solche Liste? Ja. Kann man noch leben. Nein, ich glaube, ich würde da so der Ästhetik wegen und wegen der Form des Films mich wehren, glaube ich, weil der Film, so wie er angelegt ist und in seine Dramaturgie aufgebaut ist, ist eigentlich ein Zeitbild, ein Jetztbild von damals. Und eine Stimmung erzählen möchte, vermitteln möchte und den Zuschauer durch diese Stimmung vielleicht besser machen möchte oder ihm Fragen stellen möchte oder ihm einfach zeigen möchte, was er nicht sieht, nicht lebt, weil er vielleicht in einer Großstadt wohnt oder sich in einer Blase bewegt, wie man heute sagt, wo diese Themen gar keine Rolle spielen oder sogar geklärt sind und ganz vernünftig geklärt sind. Und ja, und damit eben ein Dokumentarfilm dann ist, nicht ein journalistischer Bericht, ein Dokumentarfilm, der eine Welt zeigt, ja, was die ureigene Eigenschaft vom Dokumentarfilm eigentlich ist, eine Welt, die der Zuschauer sonst nicht kennenlernen würde. Ich möchte Ihnen danken auch für die heiteren Momente im Film, die es meiner Meinung nach auch gab, vor allem die älteren Damen und Herren in New York, die mit diesem wunderbaren hessischen Amerikanisch, das jetzt wahrscheinlich nirgendwo mehr auf dieser Welt so zu finden ist, weil ihre Kinder sind höchstwahrscheinlich assimiliert, und dass sie dieser deutsch-jüdischen Generation dann nochmal ein Denkmal sozusagen filmisch gesetzt haben. Danke. Herr
Herr Lüder, Sie haben vorhin ein Buch erwähnt, das vorausging dem Film. War das das Buch Saumlos von Peter Okotjewicz? Korrekt. Der hat ja auch diese Verdrängungsleistung der Bevölkerung in der in Rina, wahrscheinlich ist das die Vorlage von Saumlos, korrekt beschrieben. Ja. Das ist richtig. Also Saumlos ist das Buch, von das ich damals für den HR Kultur einen Bericht gemacht habe, was wir gelesen haben. Und Peter Kotjewicz hat das in Israel recherchiert und hat in Israel mit Überlebenden gesprochen. Der Großteil, also der weitaus überwiegende Teil der Rina-Juden, aber ist nach New York gegangen. Deswegen haben wir uns für New York entschieden. Da möchte ich gerne anmerken, wie die Zeiten sich geändert haben. Wir sind damals losgefahren, um einen 7-Minuten-Beitrag zu machen. Und haben dann 2 Tage lang vielleicht da gedreht und kamen zurück und gingen in die Redaktion und haben erzählt, was sich da für Möglichkeiten öffnet. Da ist ein Bericht über ein Buch einfach nicht angebracht, ist zu wenig. Und innerhalb 10 Minuten hat sich entschieden, dass wir losfahren können, dass wir nach New York können, dass wir den Film so in der Form fertigstellen, wie er heute noch aussieht. Ja. Das ging heute natürlich nicht. Und da musste Pavel nicht fahren und bei verschiedenen Fernsehen und Geld sammeln für den Film, sondern der Film wurde von Anfang an von Hessischer Rundfunk finanziert. Ja, ich habe auch mal eine Frage. Sie haben ja gesagt, Sie sind auf so eine Mauer des Schweigens gestoßen und einige der Aussagen, die man im Film sieht, sind unglaublich entlarvend. Und wie haben Sie das eigentlich geschafft, so eine Atmosphäre herzustellen, dass trotzdem die Leute sich so öffnen und auch bereit sind, dass das nachher noch veröffentlicht wird? Also das hat mich irgendwie auch nochmal beeindruckt. In Rina gab es so wahnsinnig viel Öffnen gar nicht, sondern in Rina haben wir häufig die Ablehnung abgefilmt. Ja, und was Sie sehen, ist die Ablehnung der Leute oder in einigen, der etwas dickere Herr, den ich dann gefragt habe, in dem Alter fängt man da eigentlich an Fragen zu stellen, der dann an seine Freundin erinnert, die ihn abgelenkt hat. Das war einer, der uns irgendwie mochte, der mit uns ins Gespräch kommen wollte, war aber auch fast schon der Einzige. Ja, bei den Älteren war es taktisch, sagt den Leuten, seid höflich mit ihnen, sagt ihnen nichts. Es war zum Beispiel auch so eine Geschichte, wenn wir von einer Familie im Dorf weggefahren sind und sind das andere Ende zum Dorf gefahren, wusste die nächste Familie, dass wir kommen würden. Dann wurde telefoniert und gesagt, die Jungs sind im Anflug und Achtung, aufpassen. Ja, das war krass. Aber es ist aber auch dann eben das Einzige, was man machen kann, und das haben wir gemacht, und das ist einfach dann das Ablehnen zu zeigen. Ja? Und das Ablehnen war ja auch genau die Haltung, um die es geht. Also für uns sind, das ist mir auch erst richtig in diesem Dorf dann klar geworden, die Rina-Juden sind zweimal vertrieben worden. Die sind einmal vertrieben worden in der echten Zeit, als es passiert ist, und sie sind anschließend nochmal vertrieben worden, weil sich kein Mensch an sie erinnert. Ja, und weil es tabuisiert worden ist. Und das sind zum Teil, das wäre dann ein anderer Film geworden. Man kann in einzelnen Höfen erzählen, wie die Leute übers Ohr gehauen worden sind. Ja, dann wurde ein Vertrag gemacht über einen Hof, der soll verkauft werden für 10.000 Mark. Und der christliche Käufer weiß haargenau, dass diese jüdische Familie, die ihm das Haus verkauft, in einer Woche in Hamburg im Hafen sein muss, um sich einzuschiffen nach Amerika. Und er kommt nicht mit dem Kaufpreis, sondern er wartet nochmal. Und dann kommt er mit 2 Freunden in SA-Uniform und sie treffen auf den jüdischen Hofbesitzer und sagen ihm, hör mal, Moshe, wir gehen davon aus, wir machen das für 10%, ist doch okay für dich. Ja? Und dann kriegt er statt den 10.000 Mark, kriegt er 1.000 Mark und die wird ihm dann beim Einschiffen abgenommen. Ja, so lief das. Also von diesen Geschichten hätte man auch jede Menge erzählen können, aber das ist ein anderer Film. Das ist ein emotionaler Film und eigentlich ist das für uns, und so haben wir das die ganze Zeit aufgefasst, ist das ein Film über Schweigen. Das ist ein Film über sich nicht erinnern wollen oder sich nicht erinnern können. Das ist ein Film über eine Verdrängung. Und die verflucht nochmal, finde ich, immer noch die Wurzel für vieles ist, was in unserem Land schiefgelaufen ist und manchmal emotional immer noch quer steht heute.
Ich finde es toll, heute bei dieser Premiere dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Ulrich Spieß. Ich war 34 Jahre lang, hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, den Adolf-Grimme-Preis zu leiten und zu moderieren und auch letztlich ein Stück weit bei den unabhängigen Jurys und Kommissionen mit dazu beizutragen, dass solch wichtige Stücke und Stoffe halt eben auch berücksichtigt wurden. Was mich besonders mit diesem Film verbindet, ist halt eben auch eine Freundschaft zu Pavel Schnabel. Denn als ich 1981 angekommen bin beim Grimme-Preis und 1982 wurde dieser Film ja ausgezeichnet, war das der erste Film, mit dem ich dann auf Reisen gegangen bin. Also Grimme-Preis unterwegs nannte sich oder nennt sich die ganze Unternehmung. Und damit haben wir das gemacht, was hier auch schon eben angesprochen worden ist. Wir haben nämlich den Film zum Anlass genommen, ihn zurückzugeben zum Zuschauer. Denn sehr häufig waren es Zuschauer, die das vorgeschlagen hatten. Und auf diese Weise konnten dann eben in Veranstaltungen, in kommunalen Kinos, in Volkshochschulen oder wo auch immer Menschen nochmal mit den Urhebern, mit den Verantwortlichen dann ins Gespräch kommen und konnten sich erkundigen, wie das gelaufen ist, wie es überhaupt zu diesem Film gekommen ist und warum er finanziert wurde und so weiter und so fort. Und dass das jetzt nach so vielen Jahren, nämlich nach 37 Jahren, zu dieser restaurierten und digitalisierten Fassungen gekommen ist, darüber freue ich mich sehr. Ich bin jetzt noch nach meiner Unruhestandstellung sozusagen 2014 noch eng mit dem Grimme-Preis verbunden und werde dafür sorgen, schon in der übernächsten Woche, dass bei einer Veranstaltung in Mahl und in Recklinghausen vor der christlich-jüdischen Gemeinde, vor der evangelischen Akademie und vor den Freunden des Adolf-Grimme-Preises dieser Film gezeigt werden wird und hoffentlich dann also auch sozusagen seine Runde, seine Tour weitermachen wird. Und darüber bin ich sehr, sehr stolz. Ja, ich glaube, das war jetzt auch ein ganz schönes Schlusswort. Und ihr seid ja noch ein bisschen draußen und könnt noch angesprochen werden. Und vielen Dank fürs Kommen, Ihnen auch. Und ja.